Willkommen zur 14. Folge der Let's Play-Serie. So, 100, Runde 173. Nach wie vor ist alles okay und das wird es auch bleiben, solange es friedlich ist. Die Städte bauen weiter alle möglichen Gebäude, um die Unzufriedenheit zu senken und dann können sie wieder wachsen. Schaue ich gerade mal, Agra Dorf hat sogar nur minus 1. Kalkutta wird sich das noch nicht verändert haben, der muss einfach mit der Bank durchkommen. Sonst wird sich da auch nichts ändern. Wie sieht's hier aus? Sehr gut in Ahmedabad. Ja, und die anderen, die sind eh freigegeben. Okay, na dann. Ich baue hier auch gerade an der Sixtinischen Kapelle. 11 Runden, es war noch niemand in der Akustik. Insofern habe ich da sicher auch gute Chancen, das Ding zu bekommen. Schauen wir mal. So, da ist noch ein Prophet geboren. Tja, das kann ich leider alles nicht wirklich verhindern. Ich habe ein enormes, bis 211 Glaubenswachstum, kriege auch viele Einmalboni. Und naja, wir sind noch nicht im Industriezeitalter, auch wenn ich da jetzt doch hin unterwegs bin. So, hier haben wir noch eine Farm, wo du dann auch hin kannst. Die Frage ist, ob ich bei der Hauptstadt noch so ein Ding reinsetze. Das geht schon gar nicht. Jetzt sehe ich gerade, du hast nicht mal diese Akademie hier platziert. Das ist aber schlecht. Das sind natürlich hier eigentlich auch gute Felder. Das ist natürlich keine Nahrung und keine Produktion, ne? Aber ansonsten immerhin Gold. Wobei Glaube brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das ist halt so mit den Feldern hier. Also eigentlich brauche ich da auch so einen Prophet, eine heilige Stätte nicht bei der Hauptstadt hinsetzen. Woanders vielleicht schon, weil die hat halt zu wenig Nahrung und Produktion, das kann ich mir eigentlich nicht leisten, die hier zu nehmen. Ich würde fast sagen, ich mache das hier mal bei Lahore rein. Der kann das vielleicht brauchen. Wir haben jetzt hier, oh, das ist aber schön, sehe ich gerade, wir haben Zitronen angeschlossen. Das heißt, meine Hauptstadt hat wieder Feiertag. Da gab es wieder Gebäudewachstum. Medabad ist von minus 2 auf minus 6. Na gut, kein Problem, wir sind immer noch bei plus 9. So, Zitronen. Hyderabad hat auch die Zitronen gekriegt. Iron Turam endet. Naja, so, Mumbai. Mumbai, naja, er durfte eigentlich wachsen, wenn er denn wollte. So, jetzt haben wir auch noch Musikergilden hier theoretisch zu vergeben. Naja, könnte ich nun, war ja eigentlich schon. Der kriegt auch noch so ein Ding. Ja, warum nicht? Gibt es da auch drei? Ja. Muss ich dann entsprechend verteilen. Hey, Artist gilt nicht. Der zieht da hoch. Oh na gut, jetzt warten wir mal ab. Nee, der hat minus 1, den mache ich doch. Gebe ich frei. So, wir hatten ja verteilt, die. Dachte ich. Jetzt muss ich doch nochmal schauen, was ich erzählt habe hier. Wo ich die Künstlergilden hingesteckt habe. Mist. Mist, Mist, Mist. Da, Varanasi hat eine, die Hauptstadt hat eine Künstlergilde habe ich noch. Und die kriegt Lahore. Dachte ich mir nämlich gerade, weil das ist eigentlich auch eine Stadt. Uah, 106, das ist durch die ganzen Bewegungen hier. Da muss ich mal was tun. Sonst kommt er da nicht mehr zurecht. Jetzt kann er wachsen. Passt. Das heißt aber auch, dass der kaum Sachen belegen kann. Dann ist er doch kein gutes Ziel. Und Kalkutta war denn schon vernünftig. Wenn der ein bisschen Produktion kriegt, dann funktioniert das schon. Okay. Nietzsche ist das alles kein Problem. Du bist Grenzstadt. Da kann man mal auch ein bisschen
Noch die Musiker-Gilden wollte ich mir auch dann noch überlegen. Hauptstadt kriegt natürlich eine Musiker-Gilde. Kann man gleich mal reintun, dass da nichts schief geht. Und wer kriegt die anderen zwei? Na, ich würde sagen, das gebe ich dann doch wieder an meine zwei größeren Städte, was ja Pataliputra und Vijay ist. Die werden auch problemlos da die Leute dann belegen können. Also die Slots dann. So. Kann er gleich vorne ran machen. Passt. Und Maximum 3. Ja, das war hier. Da und da. Passt. Okay, die Gilden sind verteilt. Du willst das Eisen hier haben? Okay. Das ist zwar nicht, was er da bezahlt, aber ach naja. Lhasa und Marokko sind now Allies. Ja, jetzt gehen die Allies weg und das hat dann auch eben zur Folge, dass das mit der Zufriedenheit wieder ein bisschen runtergeht. Diese plus 33, die ich da mal kurzzeitig hatte, das war schon heftig. Ja. Jetzt habe ich auch noch plus 9, wenn man sieht, wie heftig plus die KI hat. Wahnsinn. Das ist ja die Zufriedenheit. Wie machen die das? So. Du solltest da eine schöne Stätte bauen. Die ist noch vulnerable. Jetzt hat er den mal weggenommen, aber das ist in Ordnung. Passt schon. Die Zufriedenheit ist jetzt hier okay, da können wir dann auch wachsen. Okay. Da war wieder mein Spion, der Käse gemacht hat. Pelze Elisabeth, Lapis Lazuli Elisabeth. Schauen wir doch mal. Hello again. Kriegst du die mal wieder? So. You kept your water promise. Hab ich. Jetzt müsste es da eigentlich ein bisschen glücklicher mit mir sein. Armand. Ah, 50 Runden habe ich durchgehalten. So, bin ich ja auch gleich rum um die Welt. Ach, Patzer, warum kommst du raus, weil du unten was gesehen hast? Das goldene Zeitalter ist beendet. Schande. Da haben einige ihre Kriege beendet. Du kannst mal weiter warten. Ach so, okay. Ich meine, naja, denn. Mach ich mal hier unten rum. So. Mal da lang gucken. Ist das hier ein Hügel? Nee, aber hier. Da kann die Farm hin. Passt. So, wir hätten gerne einen weiteren. Nagamala, bitte. Und ein neuer großer Wissenschaftler geboren. Das ist jetzt mein fünfter. Die ersten drei haben Akademien gebaut und einen hatte ich ja schon aktiviert. Jetzt aktivieren wir dann den nächsten, aber aktuell ist noch der Nagamala ins drin. Na gut, ich würde sagen, den stellen wir dann auch mal hier hin. Eine der Grenzen. Ein Paz, ja. Bringt mir die Ökonomie. Wunderbar. Scout. Ach, das gibt dann einen Explorer. Okay. So, da will noch jemand Wale haben. Ah je, diese Wale, die hier, die sind alle so doof platziert. Ich kaufe auch 300. Das ist natürlich auch übel. Sieht das hier aus? Auch 300. Hier ist es noch viel weiter.
215. Tja, nee, Wale, das wird ein Problem werden. Das wird es definitiv. Hatte nicht auch irgendjemand, ich glaube, Gebiete, ja. Und keiner bietet Wale an. Das ist alles hier bei mir vor der Küste, aber eben ungünstig platziert. Ich kaufe vielleicht doch mal so ein Feld hier. Vielleicht geht er ja dann doch irgendwann mal dahin. Problem ist halt, so groß ist die Stadt nicht. Ja, ich lasse auch gerade nicht wachsen. So, wir haben eine Karawane zurück. Das war hier die Nahrungskarawane, die ich da nach Delhi geschickt hatte. Ich bin geneigt, die zu löschen und dafür den Frachter hinzuschicken. Macht ja, glaube ich, total Sinn. Und Problem ist natürlich denn hier auch Kalkutta. Die Bank ist gleich fertig. Dann mach das mal danach. Dann haben wir sie endlich. Da hat er wirklich lange gebaut an der Bank. Eigentlich bin ich einmal um die Welt herumgekommen. Jay will Wale haben. Open Borders mit Elisabeth, ob sie die wieder haben will. Wir werden es erleben. Ja, sie will. Sie bietet auch Kupfer dafür. Oh Mensch, was sie alles dafür zahlt. Sie sollte vor allem ihre Open Borders dafür. Na gut, okay. Das Kupfer nehmen wir dann mal mit, wenn es soweit ist. Im Moment brauche ich es noch nicht. Na komm, man kann es aber mal noch ein bisschen. Falsch. So rum. Achso, du bist ja mein Freund. Wir können das ja direkt abrechnen. Napoleon has declared war on Pocatello. Da ist das riesige Eis. Wir haben hier die erste Farm gebaut. Um Hyderabad da auch ein bisschen Nahrung zu geben. Tja, und hier ist auch noch so ein Lapislazuli so mittendrin. Alles aus allen Richtungen auf Vierer. Wir könnten ja hier mal noch die Zitronen anschließen. Dann nimmt es hier die Farm. Der Explorer geht wieder dahin. So. Construct in a bank. Das ist gut. Der kriegt da. Wo ist es denn? Haut euch nur die Köpfe ein. Ich baue einen weiteren Elefant. Test die Downs Farms. Napoleon has declared war an Ashurbanipal. Hat er nicht eben auch gerade mit den Shoshone hier? Der ist ja wohl voll auf dem Krieg. Na gut, ich glaube, der hat also die dicke Armee. Die muss irgendwas tun. Naja, so, du bleibst mal in Delhi stehen. Und du hast eigentlich nichts mehr zu tun. Ich könnte Kakao, ja, aber. Das würde ich mir ja gerne wieder offen lassen. Da ist ein Kredit zu bauen. Dann schließt sie die Zitronen an und hier ist noch eine Mine. Okay. Dann ist noch eine Farm. So. Neue Politik. So, ich könnte hier. Oh, vielleicht, das ist natürlich jetzt auch so eine Geschichte. Hier würde ich noch vielleicht eine große Persönlichkeit kriegen, wenn ich da. Ich könnte mir einen Ingenieur holen oder einen Künstler oder natürlich, ja klar, wir haben ja Wissenschaft. Ich glaube, ich sollte sogar mir da einen großen Wissenschaftler holen. Um da die Forschung noch, weil wenn ich das mache, dann bin ich sofort im Industriezeitalter. Was haben wir hier? Golden Age Points, wenn you construct world on national wonders. Tourismus und Golden Age Points von Universitäten. Das sieht ja auch recht schwach aus. Great Person of your choice. 50 Gold, wenn ihr jetzt spendet. Sure. Ach komm. Wir haben hier Great Scientist. Komm mal her.
So. Wunderbar. Scientific Theorie. Und jetzt können wir doch halt auch gleich. Oh je. Jawohl, ich bin ja in der Industrial Area. Jetzt muss ich mich dann erstmal auch wieder hier um meine Zufriedenheit kümmern. Wieder zu viel freigegeben. Naja, wird auch wieder funktionieren. Kriegen wir alles hin. Ich habe auf jeden Fall einen neuen Spion. Meiner, der jetzt zu Hause sitzt, der hat einen gar nichts abgewehrt. Der war ein Schwächling hoch 3, wobei es kam auch schon lange keine größeren Meldungen mehr an der Stelle. Ich könnte ihn ja auch mal woanders hinschicken, aber natürlich als Diplomat. Ja, das werde ich mal machen. Komm mal her. Wo haben wir denn hier den Paris? Du gehst mal nach Paris. Da kann man ein bisschen Erfahrung sammeln. Diplomatie als Diplomat geht das meistens recht fix. Ahmad, sein Lapislazuli wieder. Sieht? Toll ist das nicht. Du bist immer noch nicht so richtig glücklich mit mir, oder? Nö. Vielleicht Dahier, gebe ich Madame den dir Binet. lieber. Ja, du zahlst so viel besser. Gut das. Vor allem zahlst du bar. Barzahler werden immer bevorzugt. Weißt du das nicht, Ahmad? So, Assign Delegates. Wie sieht's denn hier aus? In Account. Oh, da wissen wir nichts. Also ich denke, das Science Funding, das wird durchgehen. Da waren ja alle dafür. Es ist zwar schon eine Weile her. Aber da muss ich nicht unbedingt was machen. Könnte aber. Embargo Siam. Naja, nur Trade Routes can be established. Trade Routes must be based on, ja gut. Ist mir genau genommen egal, weil ich habe ja keine Handelsrouten mit denen. Mit dem Jade, das wäre aber doof. Da bin ich definitiv dagegen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dagegen stimme, und es funktioniert, dann ist Elisabeth wieder unglücklich. Insofern lasst die da unten machen. Wenn die Jade weggeht, habe ich eben Pech gehabt. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Und hier mit den Siams, naja, ich könnte ihn natürlich hier unterstützen. Wenn es durchgeht, bringt mir das ein paar Boni. Und eigentlich tut's mir ja nicht weh. Ich mach das mal. Zwei hier rein. Und dann wollen wir mal gucken, was da passiert. So, wir sind hier bei 4 von 5. Das liegt daran, weil ich ja hier ein neues Cargo-Schiff baue. Nur 2 Runden bis zur Kapelle. Ich muss ja natürlich aus der Unzufriedenheit raus, selbstverständlich. Nee, ich habe keinen Lapislazuli mehr. Guck mal, doch, habe ich noch. Kam noch einer dazu. Naja, gut, komm, dann bin so, Great Artist. Da geht's nicht mehr weiter. Du solltest hier stehen und warten. Das ist eine neue Nahrungskarawane, die wieder nach Delhi geht. So, da haben wir eine Küste gefunden. Okay, einen großen Künstler. Naja, das goldene Zeitalter dauert es jetzt natürlich ziemlich lang. Trotzdem, ich brauche ja noch Künstler und Werke. Ich werde da auch erstmal noch ein Werk wieder draus machen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was sich hier so ergeben hat. Aufpassen, dass ich da nicht drüber wegklicke. Ich glaube, eins von denen. Das war Bonus Yield Update, Great Pause. So, dann zeig mal. Embargo Siam was not passed. Waren alle dagegen. Banoxil, ja, the fails. Okay. Science Fund passes. Indien und France.
Okay, super. Ist genau so gelaufen, wie ich mir das erhofft habe. Sehr schön. Okay, das heißt aber auch, wir brauchen einen neuen Vorschlag. Naturwunder, da habe ich eins bei mir. Culturality Zeit. World Wonder Culture. Die sind alle dafür? Jedes Weltwunder bringt drei Kultur und die sind alle dafür? Also ich glaube, das sollte ich vorschlagen, weil ich habe ja einige Weltwunder. Ich glaube auch weltweit die meisten. Ich bin erstaunt, dass die da alle dafür sind. Die anderen Sachen sind nicht so interessant. Warte, mache ich das mal klar. Komm, passt. So, der ist auch gleich in einer Runde durch. Hier muss natürlich jetzt hier mal was passieren. Sonst gibt es Probleme. Naja, so nach und nach kommen ja auch die Gebäude rein, aber ja, da ist hier und da wahrscheinlich, weil da Stadtstaaten weggegangen sind. Macht mir durchaus ein bisschen Sorgen, aber mit dem Moment kann ich es nicht ändern. Hoffen wir mal, dass ich das von alleine wieder einkriege. Ich habe ja gleich die Kapelle. Die hilft doch bestimmt. Das war wahrscheinlich auch durch den Ära-Wechsel. So, okay, hat wunderbar geklappt. Sehr schön. Nochmal 10% Kultur. Great Works of Art. Das ist auch toll. Ich habe ja schon ein paar Great Works of Art. Das müsste ich doch getämt bekommen dann. Cargo Ship in die Hauptstadt. Dem. Dann habe ich noch einen Stadtstaat gefunden. Wie schön. Er hatte sich da irgendwo versteckt. So. War dann noch ein Hügel. Sistine Chapelle, Varanasi will Korallen. Die hatte ich schon mal. Einen Stadtstaat bekommen. Und ich könnte sie mir ja auch noch holen. Aber da ich brauche ja hier die Feiertage und das Wachstum in den Städten, nicht im Gegenteil. Sonst rutscht mir das nur noch schneller weg. Das muss nicht sein. Weiter, da könnte ich jetzt kaufen. Jetzt weiß ich wieder, woran ich gerade dachte. Jetzt kaufen wir erstmal die Public School. Wird sofort belegt. Windmühle, wenn Constructing Buildings. Auch sehr wichtig. So, haben wir hier noch irgendwas? Uffizi. Ach, Free Grade Artist. Oh, na, das wäre allein dafür, würde es mich schon interessieren, muss ich sagen. Kultur von Engel Works in All Cities. Naja, aber so viele große Werke werde ich wahrscheinlich nicht kriegen, muss ich sagen. Der Summer Palace, Produktion, Diplomatic Units, nee, das hält garantiert aus. Und hier das, den Links of in Ages, das steht natürlich auch immer noch da. Tja, Uffizi wäre natürlich schon ein bisschen was, ne? Der Künstler, den finde ich durchaus interessant. Und hier mit den drei Plätzen, die könnte ich so nach und nach vielleicht auch noch füllen. Das gibt auch nochmal Bonus und Themenbonus. Das war ja das, was dann später die Golden Ages verlängert, wenn ich denn die Künstler da aktiviere. Ich wollte jetzt mal hier schauen, ob da nicht irgendwas zusammenpasst. Hier nämlich. Da passt es auch. Wunderbar. Ist aber jetzt nicht viel mehr geworden. Na, warte mal. Da war ich jetzt falsch. Richtig gucken. Ist ja kein Themenbonus. Und zwar kriege ich den Themenbonus nur Make sure a filled with art from same era and civilization. Ja, da habe ich natürlich ein Problem. Das eine ist Renaissance, das andere ist Industriezeitalter. Deshalb ist das nicht so. Swap and Optimize. Wo ist denn das Interface, um mit denen überhaupt handeln zu können? Ist das denn hier? Ach, da ist Swap Great Works. Aber gut, ich sehe ja sonst nichts. Also ich sehe keine zwei.
Die haben alle ihre eigenen, das bringt jetzt nichts. Gut, dann muss ich das abwarten. Umso mehr brauche ich eigentlich die Uffizien, weil mit dem Künstler hätte ich sofort einen im Industriezeitalter und hätte damit den Themenbonus. Und alle weiteren Künstler hätten sofort dann ja 20% mehr Zeitalterlänge. Allein dafür erscheint mir das schon sinnvoll zu sein mit den Uffizien. Wie sieht denn das aus? Hauptstadt? Naja, da sind zwar schon einige Dinge, aber wenn ich die Uffizien kaufe, dann bin ich vielleicht noch bei 9 Runden. Frage, es steht demnächst was an? Ja, die Slater Mill, es steht an. Uffizienkampf von hier. Slater Mill ist natürlich wichtiger wegen Factory Produktion. Das schlägt natürlich hier den Künstler auf jeden Fall. Ich könnte natürlich vielleicht versuchen, wie sieht's denn hier aus? 15 Runden. Das könnte man an der Stelle ja dann versuchen. Belegen wir natürlich erstmal noch die Musikergilde. Mach mal. Ist recht. Public School. Kriegst du auch gleich noch. Oh, jetzt ist natürlich mit Wachstum gar nichts mehr. Jetzt habe ich es übertrieben. Turns. Die Stadt ist halt einfach nicht groß genug. Das ist das Problem. Das geht hier nicht alles, was ich hier habe. Dann würde ich vielleicht sagen, nehmen wir mal den 30 Runden. Wenn ich den auch noch wegnehme, 16 Runden. Das gefällt mir ja nun gar nicht. Ich die da alle reinnehme. Tja, ich würde sagen, die nächste, ach, wir haben das ja, die nächste Nahrungskarawane ist deins. VJ kriegt eine. Okay, machen wir mal so. Na, hier haben wir noch eine Public School. Nee, das wird ein Garden. Die Public School hier ist erstmal ein Pataliputra. Der kann auch belegen. Okay. Mal gucken, ob das hier mit den Uffizien klappt. Wäre schon ganz witzig. Ich werde da jetzt keine Kapazität in meiner Hauptstadt dafür belegen. Aber wenn es VJ hinkriegt, soll es mir recht sein. Könnte ich vielleicht hier auch noch mal gucken, ob das was verbessert. So. Hallo, ein französisches Schiff gefunden. Wie schön. Schiff Ahoi, Marple to Alexander endet. World Religion. Wie sieht's aus mit Open Borders? Das sieht gut aus. Da hast du Alex. Impossible. Aha. Sieht? Na gut, denn eben nicht. Genau, ich wollte jetzt nämlich schauen, aber der hat die sowieso schon drin, hier die zwei. Geben keinen Bonus mehr. World Wonder. Aber immerhin. So, your declaration of independence should inspire me to do the same. Hey, das ist ja cool. Zwei quasi Nachbarn. Na gut, der Shoshone. Na doch, so ein bisschen Nachbar ist er. Me to do the same. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, mit Elisabeth würde ich jetzt wohl keine Freundschaft machen. Die ist zu klein und zu schwach. Der Franzose überrennt die sofort und ich bin dann als nächster dran. Ich denke, das geht nicht. Die Zufriedenheit, so nach und nach wird sie.
So, aber warte mal, du kommst da aber nicht von mir. Das andere Schiff ist noch weiter weg. Beide Schiffe hier im Süden ist aber auch albern. Das macht man vielleicht dann doch nicht. So, tja, und hier wird es jetzt auch langsam dünn mit den Verbesserungsmöglichkeiten. Bei Agra, hier in der Mitte, die Felder, die da so gekommen sind, sind eigentlich auch alle verbessert. Der könnte mal hier noch so ein bisschen, dass ich hier so ein Farm-Mehrfacheck bekomme. Aber ich denke, es steht erstmal noch weitere Elefanten an. Sieht denn aus, Mumbai, kriegst du das hin? 36, ja, das Wachstum geht langsam runter. Jo, ist mir aber recht, das ist okay. Die müssen nicht weiter wachsen. Das passt. Meine Größe 12 ist doch ganz ordentlich. Der Rest ist kein Problem. Das wird dann sicherlich irgendwann auch mal wieder mehr noch werden, wenn dann hier der Dünger da ist. Bis dahin ist da erstmal das Wachstum ein bisschen zum Stillstand gekommen. Und da habe ich nichts dagegen. So, hier können wir jetzt wieder ein Farmdreieck bauen. Das ist schön. Hier haben wir ein Farmdreieck. Das ist auch gut. Tja, und hier haben wir jetzt schon wieder keine größeren Dinge mehr zu verbessern. Werd mal da noch eine Sägemühle bauen. Event in Paliputra. Beendet. Ach, das war der Market Day. Okay. Ja, also ich werde wahrscheinlich denn. Oh nee, das mache ich nicht. Das ist auch viel zu wenig. Stimmen verkaufen, das ist irgendwie doof. Weil da lege ich mich fest und das will ich denn lieber ein bisschen flexibel gestalten, wenn es dann soweit ist. Da gucke ich mir das dann lieber später an. So, ja, da war der Elefant. Ich kann mal hier hochbringen. Dann ist die Karawane im Bau. Sehr gut. Minus 5. Ne, da kann ich jetzt im Moment auch noch nicht anfangen, da irgendwo welchen Leuten was zu geben. Du kaufst die Zitronen, ja gut. Dann mach. Das war ja ein ganz ordentliches Angebot. Mr. Tourism generated by nearby National Wonder, a business consortium decided to construct a hotel. Aha, aha, auch nicht schlecht. Baut mir aber ruhig ein schönes Hotel rein, das finde ich in Ordnung. Wunderbar, das ist die Karawane, die bringt also nach Vijay etwas mehr Nahrung, damit ich da Spezialisten belegen kann. Okay. Passt. Und tja, ihr könnt hier noch Felder machen, aber das ist auch alles nichts. Dann solltet ihr mal mit der Kupfer, Lapis Lazuli, halt da sind. Noch ein paar Schafe. Eine neue Karawane nach Delhi, ja. Soweit, so gut. Du bleibst hier stehen. So, Agra will auch wieder ein bisschen. Der hat Karawane, ach, das war die Karawane, ja, ja. Wir können uns noch keine Public School leisten. Er hat auch minus 5. Event endet. Lapis Lazuli Napoleon. Ich habe globales Monopol an Zitronen. Was bringt denn das? Zeig mal. Boah, ich habe noch eins. Was habe ich denn noch? Marvel. Aha. 5 von 9. Habe ich so viel Marvel bei mir?
Sagen wir mal gerade so. Marvel bringt 10% Kultur. Ein Lapislazuli, naja, das war das Golden Age-Ding. Und hier haben wir zwei Science von Ressource-Science. Na gut, das ist mehr oder weniger dann auch lächerlich. Das heißt, diese zwei Dinger da, die Zitronen, die haben dann auch noch zwei Kultur, zwei Wissenschaft. Vier Wissenschaft, toll. Was für ein super Bonus. Naja, gut. So, wir sind wieder bei Null. Wir haben es geschafft. Okay, ich denke, das ist dann auch ein guter Moment, um an der Stelle wieder einen Break zu machen. Der Zeitalterwechsel, ich nehme an, dass der es mit Masse gewesen ist, der hat mich doch da heftig aus der Bahn geworfen. Da war mal kräftig im Minus, aber wir sind wieder auf Null gekommen. Naja, das geht schon. Wenn man das Wachstum anhält hier und da, werden dann die passenden Gebäude gebaut, dann funktioniert das. Braucht dann einfach nur Geduld. Okay. In jedem Fall bedanke ich mich dann wieder fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.